Willkommen zu Clash Quiz hier mehr Free to Play. Heute geht es wieder um die Liga. Tag 3 von 7. Wir müssten 6 Stages schaffen, wenn ich das richtig gesehen habe, um aufzusteigen. Ne, tatsächlich sogar mittlerweile mehr. Wir haben 8. Dort sind 15, also sogar schon 7. Wo ich vorhin geguckt habe, waren es nur noch 6. Das heißt, ich glaube, wir schaffen den Aufstieg die Woche nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sind die Woche erst aufgestiegen in Silber 2. Also finde ich das nicht schlimm. Setzen wir uns das als Ziel für nächste Woche. Natürlich kämpfen wir trotzdem. Und dann gehen wir auch direkt rein. Okay, kombotechnisch sieht es schon mal wieder schlecht aus. Ich nehme mal die 3 Barbaren. Okay, dann haben wir nochmal eine 3er Barbaren-Kombo. Die schafft nur das Goldlager. Das ist. Wir haben echt keine schönen Kombos. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Ja, ich nehme die 3 Barbaren trotzdem. Ich glaube, das wird nicht so ein gutes Ergebnis, weil der Anfang ist echt richtig trash hier gerade. Jetzt haben wir natürlich hier die 3er Kobold-Kombo. Dann stirbt wieder der eine Magier. Da setzen wir die Kobolde ein. Also das ist echt ein schlechter Start, das muss man wirklich mal sagen. Wir können vielleicht auch ein Feuerball setzen, damit wir überhaupt irgendwie eine Möglichkeit haben, hier durchzukommen. Nehme ich mal die Rocket. Dann schicke ich mal den zurück, dann können wir wenigstens die 3er Bogenschützen-Kombo reinschicken. Wir haben keine einzige Kombo, jede Einheit steht einzeln. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Immerhin stirbt doch keine Einheit beim Angriff. Jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich hier irgendwie eine Kombo zusammenkriege. Ich nehme mal den Kobold. Dann können wir immerhin eine Magier-Kombo erzeugen, wenn wir den Barbaren zurückschicken. Bringt uns aber eigentlich auch nichts. Nehme ich mal hier den Bogenschützen. Dann bleibt noch eine Einheit übrig. Und da dann eventuell ein Packer. Dann sind wir dank dem Feuer auch schon mal die Mauern los, haben also schon mal einen Eingang zur nächsten Stage. Hier nehme ich die 10 Kobolde. Das ist echt nervig, dass wir überhaupt keine Combo haben. Das kann man ja keinem erzählen. Ja, dann nehme ich jetzt mal die beiden Bogenschützen hier. Immerhin mal eine Kobold-Kombo. Wir haben ja schließlich auch viel auf der Bank gehabt. Okay, gut. Immerhin eine 8er Kobold-Kombo. Das war echt eine schwere Geburt jetzt bis zur ersten vernünftigen Kombo. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. So, hier nehme ich die 3 Barbaren. Hier würde ich dann. Ja, vielleicht auch. Ja, nehmen wir die 2 Barbaren fürs letzte Gebäude dann noch ein. Packer hätte ich gesagt. Okay, es reicht nicht. Ja gut, nehmen wir trotzdem Packer und dann jetzt vielleicht nochmal einen einzelnen Kobold. Ja okay, haben wir jetzt ein 2er Kobold-Kombo, dann nehme ich einen einzelnen Barbaren. Ach, das Gebäude ist wieder eingeklappt. Ja. Das ist auch so nervig. Dann jetzt einen einzelnen Kobold. Immerhin Stage 2 schon mal geschafft. 5 Bogenschützen. Hier nehme ich dann. Ja, eigentlich sind die Magier schlecht, weil die können ihren Flächenschaden nicht wirklich nutzen. Aber da wir wieder keine Auswahl-Kombo haben, müssen wir die nehmen. Na gut, wieder nur die 3er Kobold-Kombo da links. Die gehen halt auf die Goldlager, das heißt, der Bogenschütze stirbt. Nehmen wir die mal. Oh Mann. Wir kriegen hier echt keine vernünftigen Kombos zusammen. Immer okay, eine 4er-Kombo. Tötet aber auch kein Gebäude. So. Also ich kann das echt nicht fassen, dass wir hier überhaupt keine Kombos zusammenkriegen. Wie viel Pech kann man bitte haben?
Eventuell könnten wir die Barbaren chargen. Gucken, was es bringt. Na gut, tötet immerhin drei Gebäude. Machen wir das mal. Überhaupt keine Kombos. Das ist wirklich unglaublich. Ich setze mal die Magier. Dann haben wir immerhin eine 4er Kobold-Kombo. Obwohl eine 5er ist, kommt noch einer nach. Okay, gut, das ist schon mal nicht schlecht. Dann bleibt nur noch ein Gegner übrig und wir werden nicht angegriffen. Ein Rocket und hier dann ein Packer. Oh Mann, gerade so bis Stage 3 durchgehangelt. Jetzt brauchen wir einen guten Beefill. So viel dazu. Ja, neue Kobold ist nicht so schlecht tatsächlich. Es geht besser, aber es ist okay. Ich würde sagen, wir schicken den Kobold zurück, nehmen die 3er Magier-Kombo und können wir die Mauern kaputt machen und damit den Zugang für die Kobolde schaffen. Jetzt ist leider die Kobold-Kombo ein bisschen zerpflückt. Ich würde jetzt tatsächlich den einen Kobold da opfern, der stirbt, damit wir die Kombo nochmal um 2 erweitern können dann. Obwohl, jetzt rücken die nach vorne und deswegen. Ja, das ist echt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Dann setze ich die Sima-Kombo ein. Aber ich denke, ich setze vorher mal den Feuerball. Und ich setze mal hier drauf. Okay, dann könnten wir die Stage eigentlich noch schaffen. Wir haben noch 2 Rockets im Petto. So, dann müssen wir jetzt mal. Ich würde für das Gebäude tatsächlich die Rockets setzen. Und dann mal gucken. Ja, nehmen wir den einzelnen Barbaren, dann klappt das andere Gebäude wieder hoch. Und dafür dann am besten auch gleich eine Rocket. Ja, ich glaube, sonst kriegen wir das nicht down. Nehmen wir die Rocket und dann jetzt vielleicht noch ein. Obwohl der Kobold reicht auch. Haben wir Stage 4 geschafft. Erstaunlich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind bei dem schlechten Start. 9 Bogies. Ja, die Stage werden wir nicht schaffen. Sammeln wir noch ein paar Defenses. Wie gesagt, ich denke, also wir haben eigentlich keine Chance mehr aufzusteigen. Okay, nochmal. Ja, obwohl, hier nehme ich jetzt mal die 4 Magier. Schick den Barbaren zurück, damit ich die 4er-Kombo reinschicken kann. Kriegen wir sogar nochmal einen Refill. Jetzt nehme ich 4 Barbaren. Ja, das wird tatsächlich dann doch noch ganz knapp mit der Stage hier. Ja, es bleibt ein Gebäude. Ja, selbst wenn er ausgeklappt wäre, hätten wir ihn, glaube ich, jetzt nicht bekommen. Aber doch noch recht knapp geworden. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier schon ein bisschen eher verlieren. Sammeln wir mal die Belohnungen hier ein. Genau, dann können wir noch mal eben gucken, was die anderen so geschafft haben. Okay, auch 4 Stages. 7 Stages, oha. Ja, das ist nicht schlecht. 5 Stages. 5, ja, okay, wir haben auch fast 5 geschafft. Der hat wieder 7. Ja gut, die hier oben sind dann sehr gut. Aber sonst auch so 4, 5. Also wir waren nicht so schlecht hier im Mittelfeld, das ist schon okay. Also, aber schreibt mal in die Kommentare, also unser Start, der war echt räudig. Also überhaupt keine Kombos, das habe ich auch wirklich noch nicht erlebt. Genau, dann, wie gesagt, lasst ein Abo und ein Like da, schreibt beim nächsten Mal wieder ein.